Hi ihr Lieben, ja, ich bin mal wieder hier mit einem Video und zwar wollte ich euch meine gestaltete Seite zeigen. Ja, ich sitze jetzt hier und habe die jetzt gerade gemalt. Bin überhaupt gar nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wundert euch nicht, falls hier ein bisschen lauter ist. Über mir ist wieder, ja, springt wieder jemand rum und das hört man halt hier extrem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weitermachen soll. Ich habe auch die Handschuhe noch an. Ja, ist ja mittlerweile, ne? Ihr kennt ja mittlerweile immer die Handschuhe. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Aber ich habe jetzt gedacht, Mensch, schmeiß mal die Kamera an. Oh, ich weiß nicht, was ich von halten soll. Das war ja die Seite, die ich im letzten Video gezeigt hatte. Die ist jetzt auch trocken und kann man halt auch anfassen. Gefällt mir sehr gut. Das Licht ist ein bisschen dunkel heute, aber ich denke, man kann es trotzdem erkennen. Ja, und das sind die zwei Seiten, wo ich gerade dabei bin. Das heißt, bei der bin ich noch gar nicht großartig weitergekommen. Es gefällt mir überhaupt gar nicht. Hier wollte ich mal probieren. Hier habe ich ja mit dieser Folie hier, ihr kennt hier die Knisterfolie, habe ich ja da mal so lauter, ne, so Tapsen drauf gemacht quasi. Und dann wollte ich mal probieren, ob man mit Aquarellfarbe, ich habe hier drüben ja die Aquarellfarbe, die habe ich euch im letzten Video schon gezeigt, der Kasten von Schminke, der aussieht wie, ja, genau, und die ist mit Copics gemalt. Hier habe ich mal die, ne, die neuen, quasi die Metallic, ausprobiert, so ein bisschen, jedenfalls hier am Rock, aber kann man das ein bisschen sehen? Na, schimmert das ein bisschen? Na, nicht wirklich, oder? Nee, kann man leider nicht sehen, ist zu dunkel hier jetzt. Ja, ich weiß nicht, was ich von der Seite halten soll. Am liebsten würde ich sie rausreißen. Beide. Aber ja, ich glaube, das ist normal in so einem Buch, dass man auch mal eine Seite hat, wo man denkt, aber man hätte es ja am liebsten immer so, also perfekt, dass jede Seite mega geil ist. Also für einen selbst, ne? Dass man da so zufrieden ist mit. Ja, wollte mal eure Meinung hören, was ihr dazu sagt. Soll ich weitermachen oder soll ich es auch doch wirklich zusammenkleben, rausreißen oder erstmal in Frieden lassen und was Neues anfangen. Ja, auf der anderen Seite ist ja jetzt natürlich nichts, ne? Logisch, leer. Ja, hier ist nichts weiter drin. Ich bin ja erst am Anfang hier nur noch zwei so eine Skizzen quasi, die ich noch vielleicht verwenden möchte. Oh, geh rein. Ach, egal. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich mache es wie beim letzten Mal. Ich zeige euch erstmal die Seite. Weil ich echt nicht weiß, soll ich weitermachen oder nicht. Das hatte ich ja schon mehrmals jetzt gesagt, glaube ich. Und dann machen wir so ein kleines Bastel-Update. Also, ja, ich habe mir ja vorgenommen, eigentlich jeden Tag jetzt eine Seite zu gestalten. Oder zumindest so eine Doppelseite oder eine. Ja, aber wie gesagt, ich bin halt nicht zufrieden und bin am Überlegen, ob nicht weiter und so weiter. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gebastelt gestern Abend und das wollte ich euch auch mal schnell zeigen. Ich habe diese Stäbe hier gemacht. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Das sind hier für diese Loaded Envelopes oder man kann sie auch so für was anderes benutzen. Das ist einmal der hier mit der Katze. Ja, von hinten sehen die unspektakulär aus, halt ganz normal. Das sind die Ausstanzer, die ich von der lieben Gudrun bekommen habe. Ich bin so froh, dass ich die habe, wirklich. Also nochmal tausend Dank, liebe Gudrun. Ja, ich weiß nicht, ob deine Post mittlerweile mal angekommen ist. Kannst mir ja dann nochmal schreiben, aber ich werde dir auch nochmal bei Insta schreiben. Ja, das war der erste. Dann habe ich ein bisschen Halloween-Krams gemacht. Ich will auch ein paar Halloween-Loaded Envelopes oder Goodie-Bags oder Flip-Bag oder Flip-Book und so weiter, wie das alles heißt. Dann hier nochmal. Auch nochmal eine. Ja. Bisschen kombiniert, ne? Also das Papier ist ja da teilweise doch wie hier zum Beispiel mehr Vintage. Ja, und ich habe jetzt einfach mal Vintage und Halloween kombiniert. Hier unten ist wieder so ein bisschen rosa dabei, dann mal so eine rosane Blume. Also ja, ich bin da ja, genau, hier habe ich mal so ein Loch ausgestanzt und habe dann ja von Martina die schönen Sticker. Habe ich auch hier bei denen hier. Eigentlich möchte man sie nicht verbrauchen, weil sie so toll sind, aber man kann nicht immer alles aufheben. Deswegen habe ich mich jetzt wirklich mal am Riemen gerissen. Ja, der hier ist noch nicht ganz so fertig. Da kommt unten noch eine Schleife hin und der ist mir noch ein bisschen zu nackt. Hier habe ich mal probiert. Ja, der wird noch mal ein bisschen. Ja, der ist nicht so gut wie die anderen. Gefällt mir jetzt nicht so. Ja, dann der hier. Halt alles so ein bisschen Halloween. Ja, auch wieder der Sticker von Martina.
Moment, ich muss mich mal ganz kurz an der Schulter kratzen. Oh, jetzt juckt das hier wie verrückt. Ja, ganz. Das ist live hier, ne? Nee, live nicht. Wenn ihr es seht, habe ich es ja schon. Aber ja, ohne. Hier wird alles gezeigt, ne? Die unverblümte Wahrheit quasi. Nee, Spaß. Ja, denn den hier mit der Katze. Ja, das sind die Halloween-Sticker vom Tee. Die sind ja auch so toll. Hier wieder der von Martina, die ich ja im Tauschpaket hatte. Die sind so schön. Das sind ja so Schaumstoff. Oh, Schaumstoffsticker. Von hinten halt ganz langweilig so. Ja, und es fehlen nur noch halt die Loaded Envelopes oder ich weiß noch nicht, wo ich es überall reinmache. Man kann es ja auch mal mitten an Geschenk dran machen oder so. Hier mal mit so einem Teddybären, mit so Wackelaugen. Das waren die vom Zimmermann. Ja, hier habe ich von Melli, da hat sie mir mal ganz viele von diesen Kringeln da geschickt. Genau, die verwende ich gerne für sowas halt. Oh, wieso juckt denn meine Schulter? Hat mich da was gestochen? Weil mich hat jetzt tatsächlich noch eine Mücke gestochen am. Hier schwirrt auch irgendwas rum, sehe ich gerade. Na geil. War bestimmt eine Mücke. Oh, dieses Viehzeug. Wir haben gestern erst drei Spinnen hier nach draußen befördert. Hust, hust. Nein, natürlich hat mein Mann die nicht nach draußen befördert. Er hat sie gleich vernichtet, bevor ich rumschreie. Ja. Es waren die aber live dabei, ne? Per WhatsApp. Unser Spinnendings hier. Ja. Dann den hier. Das ist so ein bisschen waldtiermäßig. Ne? Mit hier so einem süßen Igelchen. Und die waren auch von Martina, die Sticker. Ja, ich möchte immer die Sticker lieber sammeln, ne? Aber ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ein Teil von euch wissen mittlerweile, was ich für eine Stickersammlung habe. Und ja, das wird ja auch nicht weniger. Vor allen Dingen, wenn ich euch. Ich schwenk euch mal kurz rum. Ja, hier liegen noch Klamotten, ja. Was habe ich heute mit dem Wort Klamotten? Hier liegen noch Sachen, die ich heute mir gekauft habe. Und da sind auch Sticker drunter, ne? Irgendwo sind hier auch Sticker. Ja, also, ich konnte es nicht lassen. Ihr denkt bestimmt, ich bin, ja, kaufsüchtig. Ja, dann habe ich den hier gemacht. Den finde ich auch richtig toll. Das war von der Sticker, also von den Stickern hier, von Martina. War das hier oben auf der Verpackung. Und ja, ich schmeiße ja nichts weg, ne? Ich habe selbst die Verpackung noch auseinandergeschnitten und habe mir den hier quasi auch ausgeschnitten. Ja, hier habe ich die schönen Schmetterlinge vom Teddy. Da habe ich auch neue heute gekauft, diesmal aber in weiß. Ja, kann ich euch eigentlich gleich mal zeigen. Kann das wieder machen wie beim letzten Mal, dass das so ein gemischtes Video wird mit, ja, Geschnatter, gebastelten und mit den Einkäufen. Ja, und den hier. Auch wieder mit diesen Schmetterlingen. Ach, Mann. Scheiß Mückentier. Ja. Aber schaut mal, hier habe ich das schöne Papier benutzt vom Action. Diese kleinen Blöcke, die so Metall. Oh, ich liebe die Blöcke. So geil. Ganz ehrlich, wenn das nächste Mal noch welche liegen, hole ich mir noch mal welche. Weil das sind ja auch nicht alle Seiten so, ne? Das sind ja auch immer nur so ein paar. Ja, und hier unten habe ich dann noch. Hier geht das schon wieder ein bisschen auf. Hier unten habe ich dann auch das Washi-Tape von Martina benutzt, was im Tauschpaket war. Man kann einfach nicht alles aufheben. Das geht nicht. Das packe ich jetzt wieder hier in mein Glas rein. Und dann zeige ich euch mal noch schnell meinen Einkauf von vorhin. Ich habe erst überlegt, ganz ehrlich, ob ich es überhaupt zeige. Weil ich weiß gar nicht. Ja, die Leute denken ja mittlerweile, oder ihr denkt ja mittlerweile, ich habe sie nicht mehr alle, weil ich jeden Tag hier shoppen gehe. Ja. Aber jetzt sind nun mal die Halloween-Sachen da. Und nach Ausrede such. Ja, das muss ich ausnutzen. Ne? Das kann ich. Ja, ich. Ja. Ich gehe jetzt hier mal auf diese freie Fläche. Ich weiß, das wackelt ein bisschen. Ich versuche mich aber am Riemen zu reißen. Und zwar habe ich mir gekauft. Schaut mal. Einmal Sprühfarbe. Ich habe das gestern in einem Video gesehen von. Moment, das muss ich überlegen. Rebeccas Bastel Chaos Queen. Irgendwie sowas in der Art. Ja. Das habe ich gestern bei ihr gesehen, dass er alle möglichen Sachen ansprüht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, eigentlich hast du das auch früher mal gemacht. Aber ich habe keine Sprühfarbe mehr gehabt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das ist, was ich denke. Also Sprühfarbe. Normalerweise habe ich immer Spraydose genommen, aber ich probiere das einfach jetzt mal aus. Das gab es im McGuides. Ich glaube 2 Euro. 1 Euro und 2 Euro und ich weiß es nicht. Ja, damit kann ich nämlich auch mal mit die Blumen zum Beispiel, die ich jetzt von Action gekauft habe, schwarz sprühen. Ne? Ich weiß nicht, warum ich da erst Videos gucken muss und nicht selber drauf komme. Aber manchmal braucht man ja so eine Inspirations. Ne? Ja. Genau. Dann
ja, mein Highlight quasi. Ich habe mir hier eine Voodoo-Puppe gekauft. Was heißt eine? Ich habe zwei gekauft. Ich kam nicht dran vorbei. Eine stelle ich mir jetzt gleich hier irgendwo hin. Die andere mal gucken, oh, was ich damit mache. Entweder wandern die mal irgendwann in Tausch rein oder ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Die gab es im Kaufland. Jetzt steht nochmal Kaufhalle, Kaufland, kennt ihr vielleicht. Der Preis, ich glaube 2,95 €, jetzt mal im Ernst. Ich könnte mich schon wieder ärgern, dass ich nicht 10 mitgenommen habe. Aber man, ja, man ist bekloppt. Ja, ne? Zwei, was will man mit zwei? In einer hätte es auch getan. Aber schaut mal, wie niedlich die sind. Sind die nicht geil? Die hat auch einen Namen bekommen, aber den verrate ich euch nicht. Das ist ein kleiner Insider zwischen Swanchen und mir. Ja, ich sag's nicht. Okay, nee, ich bin ruhig. Das ist das gemein, das ist scheiße. Ja, die hat einen Namen bekommen und sie ist niedlich, ne? Tut mir leid, Fand, jetzt muss ich. Ja, ich bin bescheuert, ich weiß. Okay, also die habe ich mal gekauft zweimal. Dann habe ich mir im Teddy nochmal diese Dinger hier mitgenommen. Die habe ich schon mal gekauft, diese Pappfigürchen hier. Und da kann man eben hier so, ne? Figuren halt basteln irgendwie. Man kann das verzieren, gestalten, was weiß ich, und dann bemalen, bla, aufhängen oder keine Ahnung, mit verbasteln. Die kosten 1,25 €. Ja, es wird irgendwie alles teurer beim TD. Beim Kick ist es mir auch aufgefallen, dass alles jetzt teurer wird. Ich weiß, dass früher die Bögen nur immer 1 € oder so gekostet haben, mittlerweile auch 1,25 €. Und ja, die ziehen jetzt alle die Preise an, finde ich scheiße, aber kann man halt nicht ändern. Die durften noch mal mit, weil die letzten habe ich meinen Sohn wieder zum Verbasteln gegeben und ja, die wird er mir wahrscheinlich ja auch wieder klauen. So, dann habe ich mir diese, das war auch im MacGyver, diese lustigen Sticker hier, also diese, wie heißt das, Schaumstoffsticker, diese Tierchen und da sind ganz viele verschiedene drin. Ich habe gar keine Ahnung, was da alles drin ist. Ich sehe hier einen Elefanten. Moment, ich muss mal kurz den Fokus hier. Hier ist eine Katze. Oder ein Tiger oder irgendwie sowas. Da sind ganz viele verschiedene drin, aber ich habe keine Ahnung, was alles. Und da ich jetzt ja mit einer Hand filme, mit der anderen Hand hier das Zeug hier in der Hand habe, ja. Also wundert euch nicht wegen diesen scheiß Handschuhen hier. Müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Ich werde ja bestimmt noch irgendwas werkeln und da brauche ich die und ja. Genau, ich hatte jetzt keinen Bock, die auszuziehen. Ja. Ist ja auch egal, ne? Wen stört, der schaltet weg. Ja, genau. Also hier sind verschiedene. Hier sehe ich eine Giraffe da irgendwie gucken. Ein Frosch oder so. Ein Teddy. Ist das hier ein Teddy an der Seite? Aber ich fand die so niedlich. Eigentlich bin ich jetzt nicht ganz so für diese Schaumstoffdinger. Aber trotzdem kaufe ich sie jedes Mal. Also, ne? So, dann habe ich hier so eine. Ja, Girlanden, die ich wieder auseinanderschnipple. Die hatte ich letztes Jahr schon mal gekauft. Aber da habe ich keine mehr. Die habe ich zweimal mitgenommen. Die gab es auch bei MacGuides. Genau. Also ja, mit so einem Hexenhütchen, mit so Happy Halloween und hier unten so ein Geist. Dann einmal nur so ein Kürbis. Genau, hier unten so eine geile Schrift. Finde ich auch richtig cool, Halloween hier. Werde ich mir bestimmt auch wieder auseinander friemeln. Dann diese Plastikskelette. Wie gedacht, ist auch MacGyver, war jetzt alles MacGyver. Die hatten heute neue Halloween-Deko und ja, ich habe heute früh schon geguckt. Habe mir gedacht, nee, komm, geh weiter, lass es. Und bin dann jetzt nochmal losgestiefelt vorhin und ja, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht einfach nicht anders. Halloween, ja, ich bin froh, wenn es Halloween-Sachen gibt und ich nutze das jetzt einfach gnadenlos aus. Ja, im Oktober werde ich es auch nochmal ausnutzen und dann bin ich erstmal für das Jahr mit Halloween-Sachen quasi, wie sagt man, ausgestattet, ausgerüstet. Ja, ich habe dann eigentlich genug Halloween. Ich habe hier unten eine riesengroße Kiste mit Halloween-Sachen. Die quillt schon über, da kann ich das hier gar nicht mehr reinwerfen. Ja, hier sind wie viel drin? 10 Stück. Plastikskelette kann man zum Beispiel ansprühen, ne? Weil mir gefallen die so. Ja, ich würde die vielleicht cooler finden, wenn die weiß oder schwarz wären oder mal rosa oder irgendwas, ne? Aber jetzt, da gab es übrigens ganz viele verschiedene Farben bei MacGyver. Ich glaube, grün und rot und was weiß ich. Ich werde mir da, wenn das funktioniert, so wie ich mir das denke, noch welche holen. Aber ja, damit kann man die dann halt vielleicht einsprühen. Mal gucken. Dann hier diese lustige Spinne. Die habe ich ja auch einmal mitgenommen. Nur. Fand ich aber auch ganz, ganz geil. Oh, ich liebe. Habe ich schon erwähnt, dass ich Halloween-Krams liebe? Und schau mal hier der Geist.
Ja, wie gesagt, ich hätte es am liebsten, ja, 20 Mal eingepackt, ne? Ihr kennt das, dieses Gefühl. Ah, nimmst du so und so viel mit, nimmst du, ach, nimm noch ein bisschen mehr mit, dann haben sie es wieder nicht. Aber man kann einfach nicht alles 10 Milliarden Mal mitnehmen und dann hier horten. Es geht einfach nicht. Selbst wenn man möchte und echt bescheuert ist und einen Knall hat. Ja, dann kommen wir zum Süßigkeiten. Wir hatten Süßigkeiten. Wir machen ja Halloween immer irgendetwas. Schaut mal hier unten, wartet mal. Geil, oder? Ach, er will es nicht scharf stellen und ich kann das nicht drauf gucken. Geil. Also einmal Geister und dann hier so ein komischer. Was ist denn das? Sendemann? Zombie? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, es ist ja alles unscharf hier. Ja. Richtig cool. Also einmal die. Dann hier diese geilen Totenköpfe. Die hatte ich auch letztes Jahr schon. Ja, und das ist definitiv dann weg. Wenn ich im Oktober danach gehe, ist das weg. Das denke ich schon. Deswegen habe ich mir da leider nur einmal. Wirklich ohne Scheiß habe ich das nur einmal mitgenommen. Denn diese Spinnen hier. Auch cool. Ja, das kann ich natürlich wieder ausschneiden hier oben, ne? Ist klar. Muss man natürlich aufheben. Ja, ich hab's letzte Jahr auch. Ich weiß nicht, was ich da hatte. Da hatte ich Schäfchen. Da hatte ich Teddybären. Da habe ich sogar Pocket Letter mit gebastelt. Da habe ich, nachdem ich das gegessen habe, denn den Untergrund noch mit verbastelt. Ohne Witz, ich habe das nicht weggeschmissen. Ja, ich habe echt einen Schaden. Ich weiß nicht, ob jemand den Pocket Letter kennt mit den Igel in der Mitte. Da hatte dann so eine Blume auf dem Bauch, weil ja hier in der Mitte, also es war so, ich weiß, ich habe jetzt gerade keinen da. Fällt mir nur gerade ein. Da hatte ich einen Pocket Letter gebastelt. Da war dann in der Mitte so ein Igel mit so einem Körbchen irgendwie. Und in der Mitte war eben der Bauch auch die Schokolade. Und ich habe das gegessen, ne? Hab mir gedacht, Mensch, eigentlich willst du das nicht wegschmeißen. Kann man vielleicht noch was mitmachen. Und habe so eine große Blume vom Teddy in die Mitte geklippt. Und da hat man das dann nicht mal gesehen, dass da was drunter ist. Ja, und dann hatte ich noch einen schönen Kaffeefilter mit dem Zeug, ne? Genau, und dann die hier. Und die finde ich ja besonders geil. Ja, und wir brauchen ja, wie gesagt, wir sind ja Halloween meistens 2, 3 Tage beschäftigt, irgendwo hinzurammeln. Irgendwelche Veranstaltungen, Halloween, Feste, Veranstaltungen, was weiß ich, im Zoo ist bei uns immer was. Und ja, wir sind diesmal auch eine Sache habe ich schon geplant. Ja, ich bin bestimmt wieder 3 Tage in meinem normalen Outfit unterwegs. Gott sei Dank, wenigstens einmal im Jahr, dass man normal rumrennen kann wie ein normaler Mensch. Nee, nee, Spaß, aber ich liebe das Halloween, mich zu schminken und ja, mich da zu verkleiden. Und oh, ich liebe es einfach. Habe jetzt leider kein Foto hier für euch. Habe leider kein Foto für euch. Ja, habe die alle auf dem Handy. Ne? Ich habe auch keins ausgedruckt, das hätte ich mal schnell reingehalten. Aber ja, ich liebe das einfach. Und da braucht man natürlich auch Süßes, ne? Wenn man zu solchen Veranstaltungen geht. Und wenn man dann sowas hat, finde ich das immer niedlicher als nur so einen hässlichen Bonbon oder so einen stinknormalen Riegel oder so. Ne? Ich will dann, das muss bei mir dann immer perfekt sein. Ich bin da immer ein bisschen komisch unterwegs, ja. Und wenn ich das im Oktober erst hole, ich habe ja schon ein bisschen Halloween-Zeugs geholt, so die Lutscher vom Teddy und so. Im Oktober gibt es das nicht mehr. Das kannst du vergessen. Da gibt es dann nur noch, ja, nicht das schöne Zeug. So, dann habe ich mir auch im McGuides, übrigens auch McGuides gewesen, das süße Zeug, im McGuides hier diese Girlande mitgenommen mit den Drachen. Das wird natürlich auch wieder auseinandergefriemelt. Ne? Kann man ja 3 Sachen mitmachen. Also auf 3 Loaded Envelopes oder Goodiebags oder was weiß ich. Die sind nur niedlich. Schaut mal, wie da hängt doch tatsächlich eine Zunge raus, ne? Echt süß. Er guckt ein bisschen so schielend, verwirrt. Ah, ich liebe solches Zeug. Ja. Ah. Genau. Was haben wir noch hier Schönes? Ah, hier habe ich noch doch noch so einen Geist. Ne? Dann habe ich ihn eben 3-mal mitgenommen. Nicht 2-mal. Naja. Okay. Dann eine Hexe. Auch wieder McGuides. Also McGuides hatte jetzt echt. Ja. Ach ja. So, und den hatte ich auch nochmal doppelt. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Scheiße, Alzheimer. Ja. Hust. Was habe ich noch Schönes? Dann habe ich mir so einen kleinen Block hier am Teddy mitgenommen. Kennt ihr alle. Den habe ich aber, glaube noch nicht. Sagt mir jetzt jedenfalls nichts. Und da sind so die verschiedenen Sachen drin. Ich glaube, ich habe einen anderen. Kann aber auch sein, dass ich den habe. Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel. Hä? Was ist denn das hier? Na, wunderbar. Haben die beim Ausschneiden meinen Block kaputt gemacht und ich, doof, ich hab's gekauft.
Ja, ne? Tja, das ist, wenn man nicht hinguckt, sondern einfach nur reinschmeißt im Korb. Ist aber nur die erste Seite, aber ja, das. So gucke ich hin, wenn ich was kaufe, ja. Naja, egal. So, dann habe ich, war ich im Kick. Und eigentlich habe ich noch einen Sticker von Teddy. Wo sind die denn? Dann habe ich im Kick hier diese Strass-Sternchen mitgenommen. Ah, die fand ich sehr schön. Hier sind auch viele drin. Komm mit in mein Strassstein-Gläschen. Dann hatten sie die hier und die kenne ich noch gar nicht. Das sind so Schmetterlinge, die sind beklimmert. Ja, sehen cool aus, oder? Also ich finde die cool. Kenne ich noch nicht, mussten mit. Dann habe ich im Teddy hier diese Tortenspitze mal in bunt. Passt, wenn ich was Buntes bastle, kann ich das schön drin einwickeln und verpacken. Dann hatte ich das hier mitgenommen. Das sind so Partyspieße, Muffinspieße, was weiß ich. So eine schöne, ist das eine Seerose? Ja, auf jeden Fall schöne Schmetterlinge. Und auch so Pastellfarben. Richtig geil. Dann, ja, fragt mich nicht, das war auch im Kick. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was ist das? Es hat aber 10 Cent gekostet und musste mit. Ja. Ich habe mir das gar nicht richtig angeguckt. Das ist Bambusspieße, was weiß ich. Also eigentlich, ja, eigentlich sieht das cool aus, oder? Wenn man jetzt so seine Häppchen. Könnte man auch für Halloween zum Beispiel. Ob ich das wirklich dann auch für Halloween-Sachen benutze? Oder ob ich damit bastle, das weiß ich noch nicht. Ich fand das irgendwie interessant. Bambusspieße. Sieht irgendwie hübsch aus, oder? Also ich stelle mir jetzt hier so vor, wenn man jetzt hier so ja, das Essen so aufgespießt. Ist cool. Das hätte ich auch zweimal mitgenommen. Naja. Das habe ich ja nur einmal. Man sieht ja schon, das ist bestimmt uralt. Also für 1,79 € hätte ich es nicht gekauft. Aber ja, die Verpackung ist schon so richtig alt, ja. Ich will ja nicht wissen, wie lange das schon in der Kiste liegt. Fand ich, hatte was, ne? Mal gucken, was daraus passiert. So, dann auch in dieser reduzierten Kiste beim Kick diese Streudeko hier mit diesen Sternen. Ja, und die habe ich mir dreimal mitgenommen. Die haben 50 Cent gekostet. Ja, 10 Cent hätten es auch getan, aber ja, genau. Sind halt immer dieselben Farben. Also so ein schönes Blau, dann ein Gelb. Bestimmt diesmal so unscharf, weil das Licht so dunkel ist hier heute. Ein Grün. Was haben die denn hier hinten dran? Hä? Ach, jetzt sehe ich das erstes fürs Fahrrad gedacht. Hatte ich heute meine Brille mit oder bin ich heute ohne Brille einkaufen gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, also das sind Fahrradclips. Ich dachte, das ist ja so Deko-Streu-Bastel-Zeugs. Aber ja, es sind Fahrradclips. Aber das ist ja nicht schlimm. Kann man ja trotzdem entweder sich hier hinten mit einer Klemme abklemmen oder wenn man es ins Deko denn reindrückt, ist es ja eh wurscht, was hinten drauf ist. Ja, fand die aber cool. Ne, so Plastiksterne. Sterne gehen immer. Also Sterne kaufe ich. Ja, was kaufe ich nicht, ne? Ja, dann nochmal im Teddy. War das Teddy oder Kick? Das weiß ich jetzt gar nicht. Sieht aber aus wie Teddy. Diese Lebkuchen. Zweimal Männchen, zweimal Weibchen. So süß. Ja, ich habe mir auch Fimo-Ohrringe damit gebastelt. Ja, ach, ist das süß. Und das ist so filzig. Und das ist wieder richtig schön. Also, das ist so, da gefallen mir die Details. Und ach, die sind richtig niedlich. Aber es sind nur 4 Stück drin. 1 Euro. Muss das sein? Geht doch auch 50 Cent, oder? Oder mehr drin. Dann bezahle ich auch gerne 1 Euro. Naja, rummeckern bringt nichts. Man muss es ja nicht kaufen. Ach, hier habe ich auch noch Süßigkeiten. Aber das habe ich mir nur natürlich wegen den Geist gekauft. Schaut mal, die Zunge. Hammer. Hier oben ist dann halt so ein Slimer drauf. Der fliegt den hier um den Kopf drumrum. Moneybox. Ja, da ist mir lauter so Smarties-Zeug drin. Das brauche ich natürlich nicht. Ich esse ja so ein Zeug nicht. Monsterfigur. Weiß ich nicht. Ich glaube, 2 Euro hat das gekostet. Bei McGuides, da gab es verschiedene. Da gab es noch so einen coolen. Oh, was gab es denn dann? Eine Hexe? Ich glaube, den Dracula haben wir schon, aber ich weiß nicht, wo der ist. Der muss im Kinderzimmer stehen, weil ich habe mal solche den Kindern geschenkt. Aber da weiß ich nicht, was das zweite war. Also Dracula haben wir auf jeden Fall und ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich habe mir den Geist hier mitgenommen, das ist meiner. Das Süße brauche ich nicht, das können die Kinder essen.
Und dann habe ich mir noch mitgenommen, ja, weiß ich nicht, ein Überraschungsei als Halloween-Dings da. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Das habe ich mir auch zweimal mitgenommen. Ja, aber ich weiß nicht. Wir können ja mal reingucken. Ich mache mal kurz Pause und dann schneide ich das mal auf. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt aufgeschnitten. Und ja, da ist halt nur Schrott drin. Einmal Süßes. Aber sieht cool aus, ne? Also, wenn das Bastelperlen wären, wären die eigentlich relativ geil. Ja, denn irgend so ein. Ja, kann man ja verbasteln, ne? So ein Sticker, was weiß ich. Oh, süß, guck mal, die Eule hier. Ah, nee, sieht niedlich aus. Und, was ist das hier? Ein Button. Oh, nee, der ist aber süß. Nee, der ist süß. Genau. Mir geht es nur um das Döschen hier, ne? Das war auch nicht teuer, 1 € oder so. Ja, hier ist ein Brummkreisel drin. Ja, total sinnlos, oder? Was will man damit? Ja, Quatsch halt. Aber wie gesagt, alleine diese Box hier. Ah, hier ist auch wieder so. Ah, cool. Kann ich eins aufheben und eins verbasteln? Sehr cool. Das sind Sticker oder so. Ja, die sind aber süß. Naja, 1 € kommt. Ist cool. Nur das hier ist halt Quatsch. Aber irgendwie hat es was, ne? Jetzt muss ich das natürlich. Ja. Egal. So, und jetzt kommen wir zu den Stickern. Ich bin gleich fertig. Ja, Sticker, ne? Nee, Quatsch. Aber ich musste eine Schmutzbürste kaufen für unseren Teppich im Kinderzimmer, ne? Da wurde mal wieder rumgekleckert und ja, ich hasse das, wenn da Flecken drauf sind. Deswegen muss ich da morgen schrubben, wie so eine Bekloppte. So, aber jetzt zu den Stickern. Ich habe mir diese Entchen mitgenommen im Kick. Für 1,29 €. Das meinte ich vorhin. Das hat früher mal 1 € gekostet. Aber schaut mal, wie niedlich die sind. Schaut mal hier, süß. Eine Ente mit Schwimmreifen. Alles klar, oder? Die kann ja nicht alleine schwimmen. Die brauchen Schwimmreifen. Ganz. Sie gießt ihn hier, oder was sie da macht. Er hat einen Regenschirm, weil er mag Wasser nicht als Ente. Und er hier hat sogar einen Badeanzug an, ne? Bis hoch. Also nicht nur eine Badehose, sondern bis hoch Badeanzug. Und ach, die waren so süß. Ja. Ja, und dann habe ich mich übelst gefreut. Ich habe die Sticker hier bekommen nochmal. Die sind so, so schön. Und ich verbastle den Bogen ja. Die gab es mal bei Zehmann und jetzt gibt es die auch beim Kick. Und ich verbastle die ja immer nicht, weil die sind so hübsch. Die schimmern und schillern so schön. Die glitzern und oh nee. Ja, jetzt habe ich den Bogen doppelt oder dreifach. Dann den hier. Mit so einer Prinzessin und der coole Frosch hier unten. Richtig toll. Ich glaube, ich habe auch bei Svante die gesehen im Video. So, dann habe ich nochmal vom Teddy diese Schmetterlinge, wo ich vorhin die Stecker da gezeigt hatte. Da hatte ich ja schwarze drauf und jetzt habe ich hier nochmal weiße bekommen. Die weißen haben sie neu, die kenne ich noch nicht. Weiß nicht, ob es da verschiedene Farben sind. Bis jetzt hatten sie immer nur schwarz und so Papierfarben, so Kraft, so Pappfarben, ne? Die weißen sind aber auch sehr, sehr schön. So, und dann habe ich gedacht, ich muss sterben. Schaut mal. Sind die nicht geil? Die habe ich noch nie gesehen. Also die habe ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich die habe. Das wüsste ich. So schön mit diesem Schwarz und Gold hier. Der Hammer. Die hingen da neu. Dann hier. Matroschka. So geil. Ja, Matroschka finde ich auch total schön. Dann diese hier. Die habe ich schon mal so ähnlich gehabt mit so grünlich. Natürlich schon längst verbraucht, ne? Aber hier kann ich mir vorstellen, Pocket Letter, Anna und Elsa, irgendwie sowas in der Richtung. Oh, ja. Ja, weiß ich nicht. Da kann ich, also da habe ich schon extrem coole Ideen. Den hatten sie auch nur einmal, leider. Aber ich habe sowieso nur alle einmal mitgenommen. Dann den hier. Oh. Die hat ein neues Deko und ja, schaut mal, wie hübsch. Ja, das ist mein Highlight-Stickerbogen hier. Mit diesen Miezekatzen. So, 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 so süß. Den hätte ich wirklich mehrmals mitgenommen. Ohne Mist. Da wäre es mir egal gewesen. Ja, er hing nur einmal da. Nur einmal. Egal. Besser einmal als keinmal. Und zu guter Letzt, jetzt kommen wir zum Ende. Der letzte Stickerbogen. Auch wunder, wunderschön. Also, ja, 1,50 € kosten die. Wäre schöner gewesen, 1 €. Da hätte ich mir mehrere mitgenommen. Aber ja, ich will nicht immer meckern über die Preise.
Es ist immer noch billiger als im Bastelladen oder im Bastelshops oder so. Und sie sind wirklich so toll. Die Farben allein, die ist mit dem Gold und diesen Rosa oder Pink, so Rosa, Pink und Gold, ist ja auch eine mega geile Kombi. Aber auch natürlich hier bei denen hier. Schwarz und Gold. Oh, das ist so schön, ne? Das sieht so immer so edel aus. Ja, ihr seht, ich bin da schon wieder im Stickerhimmel. Ja, die verräume ich jetzt. Genau. Also mein süßes Geistlein. Die Zunge, so geil. Ja, den stelle ich mir jetzt gleich hier hin. Meine neue Deko und ja, natürlich auch der hier, ne? Ja, der ist echt geil. Der ist so, so niedlich. Also, ja, den kann man doch gar nicht mit einer Nadel pieksen. Der ist doch viel zu süß, oder? Oh, so süß. Ja. Okay, ich will euch nicht weiter belästigen, stören oder sonstiges. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wie gesagt, sagt mir mal, ja, weitermachen oder rausruppen. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.